Prächtig! Dieses Fort samt Besatzung wird vor der Morriganer zittern. Achso, ich dachte... Du bist in guter Verfassung, Master Cormac. Das Fort wird schnell fallen. Ich hoffe doch, die Frogs wehren sich, sonst wird das ein trüber Tag. Er sehnt nie die Schlacht, Master Gist. Es gibt genug davon für unser aller Leben. Im Übrigen, wenn wir den Vorkommandanten finden, ergeben sich die Franzosen, oder? Allerdings, das ist ein guter Plan. Aber zunächst müssen wir die Verteidigung des Forts schleifen. Sonst graben sie sich ein wie ein weißwunder Bär. Legt es nieder wie beim Kegelschieben. Zielt zuerst auf die Türme. Wie der Colonel befehlt. X, plündern! Das war's für Feuer! Gut. Feuer! Bereit! Öffnen und brennen! Kräftig von unseren Anlegen! Feuer! Feuer! Halbe Segel! Halbe Segel! Treffer kann reichen! Feuer! Na? Sie sollen aufeinanderbrechen! Feuer! Feuer! Aufgebracht! Ihr müsstet diese leichte Beute für Ihre Mörser, Sir! Feuer! Ich glaube, wir hängen hier in der leicht falschen Gegend rum. Könnte. Das ist die Schwachstelle, Captain. Wir müssen einstecken. Feuer! Da, Captain. Ein guter Treffer kann reichen. Erwarten Befehle. Feuer! Perfekt. So, das Feuer ist geschlagen. Auch wenn es nicht so geil ist. Und nicht wirklich. Treibgut. Könnte wertvoll sein. Gut war. Öffnet die Hauptsegel! Meine schöne Morrigan viel Schaden davon getragen hat. 20 Holz, 2 Metall. Oh. Da hinten ist auch noch ein bisschen Treibgut. Das nehme ich auch noch natürlich mit. Wow, jetzt habe ich alles genommen, aber habe nichts angezeigt bekommen. Gib mir etwas Paar. Segel setzen. Nutzen wir den Wind. Nehmt die Rahlen auf den Wind. Nun sucht den Kommandanten. Zwei Leute, die ich drücken muss. Gut. Aua. Ich bin, glaube ich, gerade nicht so
gut in Form, um hier wirklich viel zu kämpfen. Naja, jetzt geht's wieder. Gerade war das nicht so toll. So, den Planungsraum erreichen. Geht doch. Oh. War jetzt etwas komplizierter. Shay! Wie lange ist das her? Wart ihr auf Sondermission? Ja, von Achilles. Wie interessant. Ich auch. Zwingt mich nicht dazu, Le Chasseur. Wozu? Mich zu ermorden? War das nicht eure Spezialität? Wir könnten einfach gehen. Ihr müsst mich töten, Shay. Ja? Aua. Ach nee, ne? Ah, super. Manchmal kann man scheiße sein. Meistens ist man das. Häufiger passiert das. Zwingt mich nicht, der Schulkasse! Wozu? Mich zu ermorden? War das nicht eure Spezialität? Wir könnten einfach gehen. Ah, aber dann erführen eure Brüder, dass ihr noch lebt. Ihr müsst mich töten, Shay. So macht man das. Ihr wart immer gut in eurem Tun, Shay. So wie ihr. Sagt mir, was treibt ihr an Land? Spezialwaffen. Giftige Gase für den Einsatz gegen die Kolonialherren. Ich bin nur der Lieferant. Dann möge eure letzte Lieferung schnell gehen. Okay. Ah ja, ich habe ja noch den Wurfpfeil, den ich gemacht habe. Den habe ich bis jetzt noch nie eingesetzt. Cool. Le Chasseur hatte recht. Ich hatte keine Wahl. Erfahren die Assassinen, dass ich lebe,
jagen sie mich. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt ganz freundlich zu den Leuten sein. Wie kann ich zu Diensten sein? Also haben wir überhaupt was aus dem Fort bekommen? Nee, schade. Ja. Schade, schade. Während ihr euch um dieses Fort gekümmert habt, bin ich über den Schatz gestolpert. Heißt das etwa... Es war höchst merkwürdig. Nun, jedenfalls habe ich unter anderem Karten und Aufzeichnungen über französische Handelsrouten gefunden. Was denkt ihr, Gist? Vielleicht können wir sie ja benutzen, um der Royal Navy zu helfen und unsere Taschen zu füllen. Die Karten sind in ihrer Kabine, Captain, falls ihr sie betrachten wollt. Natürlich will ich die betrachten. So. Okay. Ich verstehe das Prinzip, aber nicht so ganz, warum wir das Ganze machen müssten. Ah. Mission auswählen. Und jetzt haben wir mehr Zeit. Ja. Ich verstehe, so langsam verlassen. Nein, da will ich nicht hoch. Runter mit mir. So. Der Colonel dankt und gratuliert euch, Shay. Er ist wieder in New York. Aber ihr wirkt bestürzt. Fragt ihr euch manchmal, ob ihr richtig handelt, Gist? Ja. Wo müssen wir hin? Ach, da unten. Oh ja. Ein Nachschublager. Nehmen wir das mal als erstes. Ich möchte mal gucken, was das ist. Junger Freund, aber nicht mehr. Nicht seit ich den Colonel kenne. Und was gäb's zu fragen? Die Franzosen stehen auf unserem Land. Es wird Zeit, sie zu verjagen. Natürlich. Ihr habt recht, nicht. Segeln wir nach New York. Ah, Captain. Ab und auf Segelbergen! Ja.
So, was kann man bei dieser Mine machen? Das ist jetzt die große Frage, was kann man hier alles machen? Komm. Beeil dich ein bisschen, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist ein Jagdgebiet. Mir egal. Ich möchte zu dieser Mine da. Cette vie de pionnier est rude, mais je l'aime. Les gens sont beaucoup plus honnêtes qu'au pays. So. I'm understanding. Muss da irgendwie hoch. Und ich muss welche Kiste plündern? Ja? Komm her, mein Lieber. So. Ich habe ich alle. Ich muss diese scheiß Bruder plündern. Ja, ist ordentlich was. Und hier aus kann man irgendwie runterspringen. Und zurück zum Schiff. Ja gut, das war jetzt nicht viel. Warte mal, wir haben eine schwedische Flagge. Wieso fahren wir unter schwedischer Flagge? Oder ist das gar nicht unser Schiff? Doch, das ist die Morrigan. Ne, wir fahren gar nicht unter... Das ist keine schwedische Flagge, das ist, ist irgendwas mit einer Krone drauf. Hm. Ich wüsste jetzt nicht, welche Flagge das ist. Hoch mit... Oh ja. Das ist auch. Bewegung! Der Wind gefällt mir nicht, Sir! Das ist aber ein schöner Bug gewesen.